Wenn du dir dein eigenes Business aufbaust, es ist so wichtig, dass du dir erlaubst, all die Dinge, oder später wirst du dafür ein Team zur Verfügung haben, zum Start meistens noch nicht, dass du wirklich, es gibt für alles schon eine Lösung. Es gibt YouTube-Videos, es gibt im Internet, du kannst Menschen um Hilfe fragen, die wissen, wie es geht. Jetzt beispielsweise, ich habe mich darum erinnert an all die Stunden, die ich da reingesteckt habe vor 3 Jahren, den Wer bist du Podcast, mir das alles anzueignen, den Podcast zu erstellen auf YouTube und so weiter, die Folgen zu schneiden und hochzuladen. Und es ist auch immer wichtig, oder? Weil jetzt stehe ich gerade vor einer neuen Herausforderung, mein Mikrofon, meine Kamera und so alles miteinander zu verbinden. Und jetzt habe ich mich eben daran erinnert, Michelle, du hast das schon mal geschafft. Also wirklich dieses, dass du dann auch diese vergangenen Erfahrungen abrufst und dir denkst, Alter, ich habe es ja schon mal geschafft, dann schaffe ich das wieder. Ja, aber wirklich, oder auch wenn du dann dafür mal ein Team hast, es ist auch wichtig, dass du Bescheid weißt bei den verschiedenen Dingen, die im Business so einfach dazugehören, oder genau. Und das ist nicht immer, oder natürlich so dein Traumleben und was auch immer dein Soul-Business aufbauen und so. Ja, das tönt immer sehr schön, sehr, sehr romantisch, aber es gehören genauso auch diese Dinge dazu, ja, die eben dann nicht so deine Genius-Zone sind und die dann eben, ja, herausfordernd sind. Aber das gehört dazu. Komm gut, du schaffst es. Ich glaube an dich.